Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die letzte Vollversion von Julian leider verpasst. Ich hatte irgendwie keine Zeit, aber diesmal werden wir beides nachholen und ich freue mich drauf. Bevor wir da reingehen, gehen wir ganz kurz in der Zeit zurück. Everyday Saturday ist, glaube ich, jetzt sieben Jahre her. Und das ist die Dame aus der neuen Vollversion. Laut dem Titel haben wir hier auf jeden Fall noch X-Jerky. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch ein Part von Julian selber noch dabei. Und das Ganze ist natürlich eine Anlehnung an Domiziana. Genauer gesagt an diesen Song ohne Benzin. Ich glaube auch einer ihrer bekanntesten. Oder ich glaube sogar der mit Chiago. Ah, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Domiziana, eine Künstlerin, die, wie nennt man das? Mausi-Pop. Nennt man das Mausi-Pop jetzt? Ich habe keine Ahnung. Geht auf jeden Fall wieder in diese Abtempo Gabba-Pop-Richtung wie bei Chiago. Ich will da nichts Falsches sagen. Keine Ahnung. Hört's euch an. Ihr wisst, was das ist. Das Ganze ist produziert wieder von Vincent Curley und Julian zusammen. Evolution heißt das Ganze und man muss, ey, jetzt nochmal ganz kurz, bevor es losgeht, Respekt für diese ganze Bearbeitung und wie man das auch immer nennt, FX oder sonst was, ne? Das sieht geistesgestört aus. Rein da! Okay. Ich muss sagen, dass mir das vom Sound her direkt ein bisschen besser gefällt. Es hat irgendwie nicht so dieses super mausige. Wisst ihr, was ich meine? So diese super hohe Stimme. Ich finde, das klingt bei ihr echt noch angenehm. Der Beat ballert halt echt nice, ne? Okay. What the fuck? Keine Briefe, mach Memo und Chat. Staubsauger macht von mal alles fresh. Keine Briefe, mache Memo im Chat. Ja gut, das ist halt, ja, das ist, ja. Digga, ich bin gerade echt begeistert von dieser Ästhetik in dem Video gerade. Also ich muss sagen, erstmal, der Sound gefällt mir extrem gut. Finde ich ein bisschen angenehmer von der Sound Selection. Also Drums, Bass und so weiter klingt irgendwie geiler, finde ich. Also persönlicher Geschmack nur. Ich mag ihre Stimme. War aber auch vorher schon so, ne? Ich glaube, da sind wir alle Fan von. Ich finde diese Ästhetik von dem Video geistesgestört, ne? Ich meine, ja, gerade eben mit der Mikrowelle und so, ne? Das war schon gut gemacht. Vor allem, wenn die Sonne nicht scheint, meine Klamotten immer dabei. Boca fällt an meiner Wetter nice. Yeah. Dieses Bild ist halt traumhaft, muss man sagen, ne? Das ist echt, da kann man sehr viel reininterpretieren, ne? Ja, früher war das ja mit dem Finger zu Gott, ne? Und jetzt ist halt die Technologie sozusagen der... Oh, der, das ist mir zu deep, okay. Benzin. Ja, man hört auf jeden Fall die Hommage raus, so. Ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin taub, Alter. Ich verstehe kaum ein Wort. Keine Ahnung, Alter. Ah, der 3D-Drucker. Ja, okay. Ich glaube, man muss das ein paar Mal hören. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, man muss das schon ein paar Mal hören. Aber das ist gut produziert sonst, ne? Wo man auch merkt, dass es, oh, da hört man schon den Übergang, da kommt Julian jetzt. Man hört allein schon am Reimschema in der Hook diese Anlehnung an Benzin auch, ne? Verliebt, ne? So von den Reimen her hat das auf jeden Fall schon. Okay, jetzt bin ich gespannt, was Jerky abzieht, ja? Ich lock mich ein und Action. Klicke oben rechts und checke die Settings. Welchen Tipp auf Girl, ich sage electric. Wir fliegen im Rollercoaster durch Städte. Jeder Pixel von ihr Perfection. Checke ihre Stats, sie gehört zu den Besten. Gibt einfach absolut keine Schwächen, die hat dein Herz, das kann man nicht brechen.
Haut reflektiert wie Sonnenbrillen. Sie unlockt einen neuen Skin. Sie sagt, klick mal auf mein Link. Hey, Julian ist auch echt gut geworden. Also jetzt, also besser geworden nochmal. Ich finde, der hat so einen richtigen Style sich irgendwie aufgebaut. Das finde ich echt cool. Also gerade auf so einem Beat, muss ich sagen, klingt das gerade, wie soll ich sagen, sehr selbstsicher. Nice. Keine Ahnung, mir fällt kein Wort ein. Merke, dass wir in der Cloud sind und in ihrer Hand ein Drink. Plötzlich fängt sie an zu singen. Technologie ist Evolution. Ich weiß nicht, ob man über sowas reden darf, ne? Aber ich habe auch eine Nummer mit Domitianer produziert. Also jetzt mit Domitianer, nicht mit, mit denen tatsächlich. Ich weiß nicht, wann der Song rauskommt oder so. Also ich bin, was diese Musik angeht, absolut, wie soll ich sagen, ich bin zwar kein privater Hörer, aber produzieren macht das echt Spaß, muss ich sagen, ne? Ich finde es ein bisschen langsamer, glaube ich. Oder ich bin durch Chiago jetzt einfach so ein Abtempo gewohnt, dass ich irgendwie sage, das ist langsamer, obwohl das wahrscheinlich gar nicht langsamer ist. wahrscheinlich doch schon, aber gar nicht mehr so. Ach, egal. Und der 3D-Druckkopf printet für dich als Date. Technologie ist Evolution, ich bin verliebt. Wie ohne sie, ich teile mit dir die Batterie. Die KI zieht uns an, genau so wie ein Magnet. Und der 3D-Druckkopf printet für dich als Date. Ja, ich hab keine Ahnung, was du mir erzählt, ja? Schon vorbei! Oh! Das ist geil. Oh, das ist geil. Das hat so einen Gated-Effekt wie früher zum Beispiel bei Justin Timberlake, My Love, glaube ich zum Beispiel. War das My Love? Auf jeden Fall so, diese Timberland-Sachen. Da war das erste Mal, wo ich gehört habe, dass dieser Sound aus dem, ich glaube, Trance kommt das eigentlich, dass das dann irgendwie so in R&B, Hip-Hop irgendwie übernommen wurde. Und jetzt hört man das immer öfter mal so als Layer, also als Melodie nochmal drüber oder so, ne? So als Abwechslung oder sowas. Sehr, sehr cool, Mann. Geil, geil. Kann man auf Vocals machen, kann man auf Melodien machen, kann man eigentlich machen, wo man will, ne? Ist auf jeden Fall ein geiler Effekt. Der sehr, sehr nice produziert. Sehr gut gesungen von ihr. Mann, das war sehr harmonisch, auch wenn ich kein Wort verstanden habe. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den nächsten Song. Und da machen wir auch eine kleine Zeitreise, weil ich habe gesehen, der nächste Song ist angelehnt an Black Bear. Und ich habe tatsächlich vor 5 Jahren durfte ich mal einen Remix machen. Habe das unter dem Namen noch Monkey Punch gemacht und so weiter. Und jetzt habe ich halt gesehen, geistesgestört, der Künstler ist so groß seitdem geworden. Ich habe den leider nicht mehr wirklich verfolgt, aber ich fand den schon früher unglaublich gut. But I don't fucking care at all. Auf jeden Fall, es ist angelehnt an diesen Song. Boy with Uke, Namen und ich, ne? I don't give a fuck. Es ist witzig zu sehen, dass Blackbear immer noch Songs macht mit Kurzform. Das ist natürlich perfekt, weil die haben den Song auch HDGDL genannt. Sehr süß. Produziert ist das Ganze natürlich wieder von Vincent, Curdy und Julian zusammen. What the fuck? Wir wissen ja ungefähr, was bei der Story passiert ist. Und dann gucken wir mal, wie der Song wird. Ich war mal dein Fan, ja, ich war mal dein Stan. Hatte überall Poster wie von einer Rockband. Ließ die Herzen brennen bei deinem Instagram. Schrieb so viel DMs, dachte safe, das ist Spam. Stand bei deinem Event, erste Reihe vor dir. Hab dein Drink probiert, deinen Drip kopiert. Ich war in deiner Gang, du hast alles rasiert. Doch hätte nie gedacht, dass du deine Werte verlierst. Du hast dich verändert und ich glaub, du lügst. Ah. Bei deinen Worten hast du niemals betrügst. Ja, ja, es geht halt um die Enttäuschung, die man halt, egal ob jetzt bei Freunden oder bei Stars, wie jetzt in diesem Fall, weil man sieht ja hier ganz klar im Hintergrund sind Poster von dem Osterhasen und wir wissen ja aus der Geschichte, dass er jetzt der böse Osterhase ist, ja, also Majin. Und er ist natürlich als Fan absolut enttäuscht, ne, mehr als verständlich. With Uke heißt wahrscheinlich Ukulele, oder? Und ich glaub, du lügst. Mit all deinen Worten, dass du niemals betrügst. Deine neuen Freunde, diese falsch Bewegung, mit dir Kostüm. Hab hier keine Zeit mehr, weil dir alles Kalkül. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich gefühlt. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Du sagst, Geld ist egal, aber der Scheiß. Digga, John ist einfach Liebe, Mann. Ah, der Typ ist einfach. Ein Typ, wolltest dich nie verändern, warst immer der Typ. Doch immer dasselbe, aber ein Déjà-vu. HDGDR, hab das
das Gefühl, du löst alles, was du... Das war ein Autogramm, ja. Der ist jetzt halt sehr enttäuscht. Ja, er singt es wieder unglaublich schön. Ich muss aber ehrlich sagen, ne, das Beste von John... Es gibt zwei sehr, sehr gute Sachen. Einmal Fuego. Fuego war für mich einfach Nonplusultra. Und dann muss ich natürlich sagen, die This is America Parodie bzw. Hommage war für mich wirklich mitunter das Beste von John. Also wirklich Respekt. Als ich verteidigt bei einem Diss, ja, ich war immer loyal. Ich wusste alles über dich, heute bist du mir egal. Ich geb keinen. Scheiße. Fick, okay. Jetzt machst du dies und das, früher hast du das gehasst. Wenn ich dich heute sehe, bin ich traurig, haben so viel zusammen gelacht. Man kann sich ja verändern, aber nicht so wie du es machst. Denn du hast dich einfach gedreht, ja, um 180 Grad. Du hast dich... Oder was für eine Lockerheit hat Julian bekommen. Das fällt mir, also wie gesagt, bei dem Song davor muss ich schon sagen, das klang alles so entspannt irgendwie, ne. Aber hier, das klingt einfach so... selbstsicher, klingt halt kacke, aber er float halt so entspannt da drauf. Aber hat trotzdem so eine Ausstrahlung, also in seiner Stimme. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich einfach gedreht, ja, um 180 Grad. So richtig locker. Du hast dich verändert und ich glaube, du lügst mit all deinen Worten, dass du niemals betrügst. Deine neuen Freunde verschwinden billig Kostüm. Hab eh keine Zeit mehr bei dir, alles Kalkül. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst alles, was du gesagt hast. Das könnte irgendwie im Radio laufen. Jetzt mal ohne Scheiß, das beide Songs eigentlich, sind wir mal ehrlich, beide Songs, die sind, eigentlich sind die schon länger auf einem Level, wo man sagen kann, dass die im Radio laufen können, aber ich habe das Gefühl, dass die halt immer besser werden, immer noch besser und immer noch besser. Ich frage mich halt, wann halt irgendwann mal so, weiß ich nicht, Schluss ist so. Das hab ich gefühlt, alle GDR, hab das Gefühl, du lügst, du sagst, Geld ist egal, aber der Schein trügt. Hab das Gefühl, du lügst, ja, das ist deutsche Sprache, ne? Manchmal muss man halt einfach Wörter langziehen, manchmal muss man Pausen machen oder sonst was. Also halt, ist halt so, ne? Ich lieber Ende, was immer der Typ. Oh, schön. Ey, ach, ich hätte vielleicht das Original vorher hören müssen. Nee, dann hätte ich zu viele Vergleiche. Ich find's so schön. Ich find's so gut. Ich find's gut. Wolltest dich nie verändern, was immer der Typ. Doch immer dasselbe, aber ein Déjà-vu. Hatte jede Ehre, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich mal gefühlt. Oh, und jetzt habe ich so richtig, jetzt habe ich Bock auf die nächste Hauptfolge. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist immer wieder krass. Also diese Entwicklung. Wir haben vorhin von dem Everyday-Song gegen Apo Red geredet, ne? Und das ist so viele Jahre her. Und diese Entwicklung zu sehen, ist einfach schön. Sind wir mal ehrlich, es macht einfach Spaß. Man muss dankbar sein für diese Unterhaltung, für diese Qualität natürlich auch. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin bereit für die nächste Hauptfolge. Aber sowas von. Welcher Song von den beiden hat euch besser gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und macht euch einen schönen Tag. Peace.